Hallo, hier ist wieder eure Anna. Heute machen wir die Poppy von den Schwolls aus Lumgummis. Dafür braucht ihr euer Lumbon und eure Lumnadel. Außerdem 97 dunkelpinke, 82 pinke, 21 blaue, 21 hellblaue und 14 türkisene Gummibänder. Dann braucht ihr auch noch 2 schwarze Perlen für die Augen und am Schluss braucht ihr auch noch eine Schere. Dann geht es jetzt los! Wir fangen an mit den Armen und den Beinen von unserer Poppy. Ihr geht mit 2 pinken Gummibändern 4-mal nach unten. Ans Ende wickelt ihr ein pinkes Gummiband 4-mal. Das ist ein Arm, jetzt machen wir noch ein Bein. Ihr nehmt euch 3 pinke Gummibänder und geht damit auch 4-mal runter. Ans Ende wickelt ihr auch ein pinkes Gummiband 4-mal. Nun können wir schon lumen. Ihr drückt das 4 rumgewickelte Gummiband weg, nehmt euch die untersten 3 Gummibänder und lumt sie nach vorne. Nehmt euch die 3 Gummibänder und lumt sie nach vorne. Die 3 Gummibänder lumt sie nach vorne. Die 3 Gummibänder lumt sie nach vorne. Jetzt lumen wir noch den Arm. Ihr drückt das pinke, fingerumgewickelte Gummiband weg, nehmt euch die untersten 2 pinken und lumpt sie nach vorne. Die 2 pinken, die 2 pinken und die 2 pinken. Dann könnt ihr das auf eure Nadel abziehen. Und von jedem braucht ihr 2 Stück. So, ihr habt jetzt 2 Arme und 2 Beine. Jetzt müssen wir noch 2 Teile für unser Kleid machen. Eins habe ich schon vorbereitet, das andere machen wir noch zusammen. Ihr nehmt euch 2 türkisene Gummibänder und geht damit 1-mal nach unten. Dann nehmt ihr euch 2 hellblaue Gummibänder und geht damit 2-mal nach unten. Ans Ende wickelt ihr ein blaues Gummiband 3-mal. Dann könnt ihr dieses Teil lumen. Das könnt ihr dann auf eine andere Nadel abziehen. Und jetzt machen wir auch schon Poppys Körper. Ihr nehmt euch 2 dunkelpinke Gummibänder und geht an den Seiten damit 1-mal nach unten. Dann nehmt ihr euch nochmal 2 dunkelpinke Gummibänder und geht in der Mitte damit 2-mal nach unten. Jetzt nehmt ihr euch 2 pinke Gummibänder und verschließt das Ganze, indem ihr von der Mitte schräg zu den Seiten geht. Jetzt nehmt ihr euch 2 pinke Gummibänder und geht an allen Seiten, auch in der Mitte, 2-mal nach unten. Jetzt nehmt ihr euch nochmal 2 pinke Gummibänder und geht von der Mitte schräg zu den Seiten. Das ist jetzt der Kopf. Jetzt müssen wir eine Nase machen. Ihr nehmt euch 2 dunkelpinke Gummibänder und wickelt sie um die Nadel 3-mal. Das Ganze zieht ihr dann auf 2 pinke Gummibänder. Und diese Nase gebt ihr von diesem Stift zu diesem Stift. Jetzt spannen wir weiter unseren Körper. Ihr nehmt euch 3 pinke Gummibänder und geht in der Mitte einmal nach unten. Das ist der Hals. Dann geht ihr in der Mitte mit 2 pinken Gummibändern nochmal nach unten. Jetzt nehmt ihr euch 2 blaue Gummibänder und geht von diesem Stift schräg zu den Seiten.
Dann geht ihr an den Seiten mit zwei blauen Gummibändern zweimal nach unten. Und in der Mitte geht ihr mit zwei blauen Gummibändern einmal nach unten. Jetzt geht ihr an allen Seiten mit zwei türkisen Gummibändern einmal nach unten. Jetzt braucht ihr noch eure hellblauen Gummibänder. Ihr geht mit zwei Gummibändern auch an den Seiten einmal nach unten. Dann nehmt ihr euch nochmal zwei blaue Gummibänder und verschließt den Körper, indem ihr von den Seiten schräg zur Mitte geht. Nun bringen wir die einzelnen Teile an den Körper an. Als erstes zeige ich euch, wie man das Ohr macht. Eins habe ich schon vorbereitet. Ihr nehmt euch zwei pinke Gummibänder und wickelt es um die Nadel dreimal. Dann zieht ihr das auf zwei pinke Gummibänder. Jetzt gebt ihr es ab. Jetzt habt ihr auf der rechten und auf der linken Seite zwei pinke Gummibänder. Jetzt nehmt ihr euch von der rechten Seite ein Gummiband und das gegenüberliegende auch von der anderen Seite. Nehmt ihr euch die anderen zwei Gummibänder, das sollte jetzt so aussehen, und gebt sie von diesem Stift zu diesem Stift. Jetzt machen wir die Augen. Bevor wir die Augen auf den Lum spannen, müsst ihr wieder ein pinkes Gummiband in der Hand dreimal drehen. Das gebt ihr dann auf diesen Stift. Dann nehmt ihr euch eure Augen. Die Augen habe ich schon auf ein pinkes Gummiband gezogen. Wie das geht, könnt ihr in meiner Rubrik Tipps und Tricks mit Anna nachschauen. Die Augen gebt ihr auf den dritten Stift, auch da, wo wir das gedrehte Gummiband hingespannt haben. Dann zieht ihr euch die Augen auseinander. Jetzt nehmt ihr euch ein pinkes Gummiband, gebt es über diese drei Stifte. Jetzt bringen wir die einzelnen Teile an den Körper an. Als erstes die Arme, die gebt ihr auf diese zwei Stifte. Als nächstes die Beine, die gebt ihr auf diese zwei Stifte. Jetzt noch die Kleider, die Kleiderteile, die gebt ihr auf diese zwei Stifte. Dann nehmt ihr euch das dreierum gewickelte Gummiband und gebt es wie einen Bogen auf diesen Stift. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Jetzt nehmt ihr euch ein blaues Gummiband, gebt es über diese drei Stifte. Dann nehmt ihr euch ein türkisenes Gummiband, gebt es über diese drei Stifte. Dann nehmt ihr euch noch ein hellblaues Gummiband, gebt es über diese drei Stifte. Jetzt können wir unsere Poppy auch schon lumen. Ihr geht hier rein, drückt das Bein weg, nehmt euch die obersten zwei hellblauen Gummibänder und lumt sie zur Mitte. Geht ihr hier nochmal rein, drückt das Bein wieder weg, nehmt euch die untersten zwei hellblauen Gummibänder und lumt sie nach vorne. Das gleiche macht ihr auch auf der anderen Seite. Geht in der Mitte rein, nehmt euch die untersten zwei hellblauen Gummibänder und lumt sie nach vorne. Jetzt nehmt ihr euch diese zwei türkisen Gummibänder, lumt sie nach vorne. Nehmt ihr euch diese zwei blauen Gummibänder, lumt sie nach vorne. Und diese zwei pinken Gummibänder lasst ihr erstmal. Geht ihr hier rein, drückt alles weg, nehmt euch die untersten zwei türkisen und lumt sie nach vorne.
Drückt euch hier alles weg, nehmt euch die untersten zwei blauen Lumpzi nach vorne. Drückt das Dreieckband weg, nehmt euch diese zwei blauen Gummibänder und Lumpzi nach vorne. Geht ihr hier rein, drückt den Arm weg, nehmt euch diese zwei blauen Gummibänder und Lumpzi zur Mitte. Das gleiche macht ihr jetzt auf der rechten Seite. Jetzt geht ihr in der Mitte rein, nehmt euch diese zwei pinken Gummibänder und Lumpzi nach vorne. Jetzt müssten die zwei pinken Gummibänder oben drauf liegen. Jetzt drückt ihr hier alles weg, nehmt euch die untersten drei Gummibänder, Achtung, und Lumpzi nach vorne. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Ihr müsst nämlich hier erst die obersten zwei wegdrücken. Dann nehmt ihr euch die obersten zwei pinken Gummibänder und Lumpzi nach vorne, dann wo sie herkommt. Wieder die obersten zwei pinken Gummibänder wegdrücken. Wieder die nächsten zwei pinken Gummibänder nehmen und nach vorne Lumpzi dann wo sie herkommen. Wieder die zwei pinken Gummibänder wegdrücken und diese zwei pinken Gummibänder nehmen und einfach nach vorne Lumpzi. Auch wenn die Nase unten ist, ist es nicht so schlimm. Jetzt geht ihr in der Mitte rein, nehmt euch diese zwei pinken Gummibänder und lumpt sie nach vorne. Jetzt lumpt ihr an der linken Seite vor, drückt ihr alles weg, nehmt euch die untersten zwei pinken und lumpt sie nach vorne. So, jetzt geht ihr in der Mitte rein, nehmt euch die obersten zwei pinken und lumpt sie nach vorne, dann auf die Seite, wo sie herkommen. Und dann nehmt ihr euch die anderen zwei pinken Gummibänder und lumpt sie auf die andere Seite. Jetzt lumpt ihr in der Mitte diese zwei dunkelpinken Gummibänder nach vorne. Dann lumpt ihr an den Seiten auch die zwei dunkelpinken Gummibänder nach vorne. Nun machen wir Poppys Haare. Dafür braucht ihr eure dunkelpinken Gummibänder. Ihr nehmt immer zwei Gummibänder. Es geht hier bei diesem Stift los. Ihr stecht mit der Nadel durch alle Gummis durch. Dann zeigt die Nadel hier so raus. Dann nehmt ihr euch zwei dunkelpinke Gummibänder, gebt sie auf die Nadel und dann zieht ihr sie durch. Dann gebt ihr beide Enden auf die Nadel. Und das macht ihr jetzt insgesamt 8 Mal. So, das habt ihr jetzt 8 Mal gemacht. Jetzt nehmt ihr euch nochmal zwei dunkelpinke Gummibänder, zieht sie durch und gebt beide Enden auf die Nadel. Und dann macht ihr einen Knoten. Zieht ihn schön fester. Und dann könnt ihr die Nadel rausnehmen. Nochmal mit den Fingern schön fest ziehen. Jetzt geht ihr hier durch diese 4 Gummibänder durch. Und jetzt nehmt ihr euch wieder zwei dunkelpinke Gummibänder, gebt sie auf die Nadel und zieht sie durch. Gebt ihr beide auf die Nadel und das macht jetzt insgesamt 7 Mal.
Das habt ihr jetzt 7-mal gemacht. Jetzt nehmt euch nochmal 2 dunkelpinke Gummibänder, zieht sie durch, gebt beide Enden auf die Nadel und macht einen Knoten. Könnt ihr mit der Nadel schön feste ziehen. Nehmt ihr die Nadel raus, zieht nochmal mit den Armen feste. Und das Ganze macht jetzt auch auf der anderen Seite. So, ihr habt jetzt hier 8-mal verlängert und hier 7-mal. Das gleiche auf der anderen Seite, hier 8-mal und hier auch 7-mal. Jetzt müssen wir in der Mitte noch 8-mal verlängern. Ihr habt jetzt 8-mal verlängert. Jetzt nehmt ihr euch nochmal 2 dunkelpinke Gummibänder, zieht sie durch, gebt beide Enden auf die Nadel und macht einen Knoten. Zieht ihr mit der Nadel schön feste, könnt ihr die Nadel rausnehmen, mit der Hand nochmal festziehen. Nun können wir unsere Poppy auch schon abziehen. Wenn ihr die Poppy abgezogen habt, müsst ihr euch die Ohren noch ein bisschen rausziehen. Und wenn die Nase nach hinten geflutscht ist, müsst ihr sie einfach wieder nach vorne holen. Jetzt sehen die Haare ja noch nicht so aus wie beim Troll. Deswegen müsst ihr sie euch hier oben so zusammennehmen. Ein weiteres dunkelpinkes Gummiband nehmen. Sie über alle Strähnen stülpen. Zu einer 8 formen und nochmal drüber geben. Jetzt müssen wir noch die Knotenbänder aufschneiden. Ihr schneidet fast in der Mitte durch. Jetzt müssen wir unserer Poppy noch ein Schleifenhaarband machen. Dafür braucht ihr 3 kleine Schleifen. Jetzt zeige ich euch, wie man eine macht. Wie es genau geht, könnt ihr in meiner Rubrik Tipps und Tricks mit Anna die kleine Schleife nachgucken. Ihr geht mit 2 blauen Gummibändern am Ende des Looms einmal nach unten. Dann stecht ihr mit der Nadel unten durch. Nehmt euch ein türkisenes Gummiband, gebt es auf die Nadel, zieht es durch. Gebt beide Enden auf die Nadel und macht einen Knoten. Dann nehmt ihr die Schleife vom Loom ab. Jetzt müssen wir die Schleifen noch an unserer Poppy befestigen. Ihr dreht eure Poppy einmal seitlich. Dann stecht ihr mit der Nadel durch diese 2 Gummibänder und durch diese 2 Gummibänder durch. Nehmt das Knotenband einer Schleife und zieht es nach hinten durch. Dann zieht ihr es hinten nochmal schön feste. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite.
Das ist mir aus Versehen abgefallen. Ich mach's nochmal. Jetzt dreht ihr eure Poppy ganz um. Dann stecht ihr mit der Nadel durch diese vier Gummibänder durch. Dann nehmt ihr euch das Knotenband einer Schleife und zieht es durch. Zieht ihr es hinten nochmal schön fester. Und fertig ist eure Poppy. Von den Trolls gibt es ja ganz, ganz viele. Deshalb könnt ihr die Farben von Poppy auch ändern. Hier habe ich zum Beispiel eine in Blau gemacht mit einem grün-lilanen Kleid und ganz bunten Haaren. Im nächsten Video machen wir zusammen Poppys Freund Branch. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wenn ja, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Tschüss, eure Anna!